Aufi, aufi, wieder zurück an die Arbeit. Hey ho, willkommen zu der neuen Folge von Wir spielen Minecraft von minarbeit.de. Ich bin euer Vorbuddler hier und lade euch natürlich herzlich ein, immer alles schön nachzubuddeln, was ich hier so vorbuddel. Was haben wir denn vor? Wir haben diese Folge vor, natürlich am Dorf noch weiter zu verschönern, aber mir sind beim letzten Mal diese Felder aufgefallen hier. Ich muss mich mal ein bisschen an die Ernte machen. Außerdem ist mir noch eingefallen, es wäre schön. Es wäre unheimlich schön. Seht ihr, hier geht das nämlich schon langsam kaputt und das ist natürlich eine Verschwendung vor dem Herrn, ne? Wo wir hier schon auf die Kirche blicken. Es wäre doch schön, wenn wir die Stadt oder unser Dorf, jetzt ist es inzwischen schon eine ganze Stadt, was ich hier, ne? Das ist unser ganzes Mutantendorf hier eigentlich nur. Wenn wir das ein bisschen mehr begrünen könnten. Nun haben wir das Problem, wir sind natürlich hier mitten in der Wüste, da haben wir wieder das Amy Winehouse-Problem. Ihr wisst, dass ich mal mehrere Folgen lang warten musste, um in der Amy Winehouse-Höhle in Bad Schönfels ja, die Erde, oder beziehungsweise das besser gesagt, das Gras ganz nach unten auf den Bedrock, auf Bedrock-Höhe zu kriegen. Da, wo kein Gras ist, kann auch keins wachsen. Man braucht mindestens einen Grasblock, damit sich die Wiese dann fortpflanzt und das ist schwierig, wenn man mitten in der Wüste ist und weit und breit keine Erde. Aber wir haben Erde hier in unseren Feldern. Oh, ich brauche allerdings noch ein bisschen hier so ein Rechen oder eine Sense oder was auch immer. Ja. Holz geht mir auch langsam mal zur Neige. Also wenn ich denke mal hier so gerade an Zaunbau und solche Sachen, das wird kritisch, ne? Das wird sehr kritisch, weil so viel Holz habe ich nicht mehr auf Lager. Gut, mache ich mir direkt mal so zwei von den Dingern hier. Das ist gut. Sonst irgendwas Wichtiges, das ganze Glas lasse ich jetzt mal doch besser hier. Wir sind ja voll auf dem nicht Hardcore-Mode, aber doch im harten Modus. Monster nicht ausgeschlossen, obwohl ich jetzt schon wieder keine gesehen habe. Schon länger jetzt, also. Nun denn. Wie ich das jetzt so gerade so sage, denn in dem Moment müsste natürlich jetzt auch wirklich irgendwie ein Creeper hier anspringen. Ich plane mal eben. Ich weiß nicht, ob das geht, was ich mir vorstelle. Wird aus diesem Zeug hier wieder Gras? Nee, ne? Es wird nur Erde daraus. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen tragisch, denn so hatte ich mir das kurz überlegt, dass ich vielleicht einfach das Feld hier mal so irgendwie anschließe. Mal hier ernten. Ist auch noch was ins Wasser gefallen, ne? Ja. Und dass sich dann von hier aus das Gras fortpflanzt. Aber ich glaube, das ist gar kein Gras. Das sind Experimente. Die müssen wir jetzt einfach mal machen. Sonst weiß ich nicht, wie ich das Dorf grün kriegen soll. Im Creative Mode wäre das nicht kein Problem. Da könnte man also einen Grasbock pflanzen. Ups. Auf dem Server auch nicht. Da könnte man auch einfach noch sehen, das Gras irgendwie hercheaten. Wenn man nicht sowieso da im Creative Mode arbeitet. Das geht nämlich auch. Gut. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Ich mache das jetzt trotzdem mal, indem ich. Indem ich hier ein bisschen wegschlage. Und hier etwas Erde auffülle. Mal sehen, was daraus wird. Habe ich welche dabei? Ich habe welche dabei. Denn das stelle ich mir ziemlich cool vor, wenn man dann auch aus der Entfernung guckt. Und man guckt auf das Dorf. Und man sieht ein, im Prinzip ja nur Wüste. Und guckt dann aufs Dorf und hat dann also so einen Oaseneffekt, so grüne. Grün stellen. So, ich hole mir erstmal das ganze Zeug und dann mache ich mich wieder. Was war das denn? Oh, ein Enderman, ne? Ist der noch hier? Weil es ist immer so, dass die kommen überraschend bei mir und
rechne nicht damit, guck die voll an und dann ist schon zu spät. Obwohl, das Verhalten hat sich auch geändert, irgendwie seit jetzt irgendwie so einem... Was ist das jetzt? Pre-Release 3 bin ich jetzt hier gerade. Möglicherweise ist dann 1.9 schon draußen, wenn ihr das Video seht. Na, wundert euch nicht darüber, das ist eben so und es ist auch völlig egal. Ja. Das ist völlig egal, auf welcher Version ich jetzt gerade so bin. Hauptsache, wir spielen schön. Ja, das Verhalten der Enderman hat sich auch geändert. Der Notch wollte die komplizierter machen. Das ist, die greifen jetzt, glaube ich, immer schon an, wenn man die anguckt. Finde ich ja ein bisschen dumm. Ich fand das vorher irgendwie interessanter. So, ne? Statt dass sie einfach dann stärker macht und so. Aber das Verhalten fand ich im Grunde gut. Obwohl, das habe ich jetzt auch nur im Creative Mode beobachtet bisher. Vielleicht ist das jetzt irgendwie was anderes, dass ich jetzt das jetzt hier durcheinander bringe und... Vielleicht sowieso alles kaputt und ach nee und ne. Ich deute jetzt hier noch ein bisschen mehr Weg an. Sofern ich überhaupt genug, ja, habe ich. Geröll dabei habe. Also gut, dass der Enderman hier gerade erschienen ist, sonst hätte ich jetzt echt gedacht, ich wäre hier so, es wäre alles ausgestorben, ne? Tschö. 64 Seeds und sogar noch, ach, 2x64, ja gut, dann gucken wir mal einfach, wie weit wir kommen. Das ist jetzt erstmal wichtiger, das wieder einzupflanzen. Machen wir heute mal ein bisschen Landwirtschaft, das haben wir ja auch schon ewig nicht mehr so gemacht, ne? Aber ist das so eine beruhigende, schöne Arbeit draußen an der frischen Luft? Na, das härtet auch ab, man kriegt da nicht so schnell Erkältung und Grippe. Obwohl, wir sind ja hier eigentlich sowieso die ganze Zeit auf an der frischen Luft, ne? Ja, das meint auch der Mann am Klavier. Er spielt uns wieder eine seiner flotten Weisen. Ich traue mich noch nicht, die neuen Platten auszuprobieren. So, also jetzt nicht hier. Ich habe ja eh keinen, noch keine Ressourcen hier zum Plattenspieler herstellen und so. Aber sind ja neue Musiktitel dazu gekommen und habe ich noch im Moment noch nicht ausprobiert, weil ich gelesen habe, dass es da wohl, dass es den Spielstand ruinieren kann, wenn man die Jukebox benutzt. Und das möchte ich jetzt irgendwie nicht machen. Ob hier in der Welt, also hier schon gar nicht in der Let's Play-Welt. Und auch nicht woanders in anderen Leveln, die ich so habe. So, guck mal, wie schnell das hier alles vorbeigeht. Ui, ist auch noch was. Ist da auch noch im Meer noch was? Okay. Ah, guck mal, ein Feld haben wir wenigstens mal... Ach, wie schön. Hey, was ist denn das da? Hallo. Ja, hier mal keine Betrügereien. Kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Ist doch nah genug am Wasser. Stell ich mir nicht so an hier. Ich renne jetzt rüber zum nächsten Feld. Ah, wie schön. Steckt da direkt mal hier so, ne? Tut sich hier im Gras schon was? Na, hier ist ja auch kein Gras. Ja, das ist natürlich... Ach, schade. Das ist schade. Mal überlegen, wie kann man das denn machen? Also natürlich, ich habe unten am Fluss, da habe ich, ja, warum eigentlich nicht, ey? Da habe ich solche Grasstellen gesehen. Ne? Das bedeutet, man könnte ja eine Erdstraße bauen hier hoch ins Dorf. Warten, bis sich das alles schön begrünt hat. Ey, da ist schon wieder was, wo einfach was austrocknet. Oder habe ich was auf dem Augen oder so? Na. So, es wird alles schön eingepflanzt, was ich hier so, was so meine Seeds zu bieten haben. Ich glaube, dann laufe ich mal runter zum Fluss und guck mir das mal näher an, wo die nächste Stelle Erde ist. Ah, hier hinterm Haus muss ich auch noch kommen gucken. Ich habe immer unten am Fluss geguckt, aber hier unten haben wir ja noch ein Meer. Vielleicht ist ja was näher dran. Und wenn wir das schon in der Amy Winehouse-Höhle geschafft haben, warum nicht auch hier? Das wäre es mir wert, für das Endergebnis.
Also irgendwas, ne? Ich sage, das Getreide ist ein bisschen, ne? Bisschen verschlimmert worden, so irgendwie. Ja, guck mal, hey, hey, hey. Ey, das ist doch gut. Wir haben doch hier direkt. Wir haben doch hier direkt Erde. Aber was wollte ich zum Getreide sagen? Erstmal vielleicht den einen Satz beenden. Ich finde, das Getreide wächst langsamer als früher. Und, ja, irgendwie ist das vielleicht ein bisschen anfälliger so, ne? Gegen Ungeziefer und Fraß und sowas, ne? Aber das ist keine Kritik, das ist einfach jetzt nur eine Feststellung oder, ja, jedenfalls ein subjektiver Eindruck von mir. Ich meine, das ist so. Vier Schönstein brauchen wir hier noch. Schwupp. Wo ist denn das? Ah, ich muss hier dringend mal sortieren. Hier. Und dann lassen wir auch mal direkt hier. Ja, genau. Und da ist ja auch noch was. Ja. Ich habe überhaupt kein Holz mehr. Gar nicht mehr so. Also da kommen wir nicht weit. Also gut, machen wir wahrscheinlich jetzt nicht in dieser Folge. Jetzt möchte ich gerne mal noch ein bisschen schnell den Schönstein noch hinklatschen. Dann gehen wir schlafen. Sofern wir gelassen werden. Ah, oh, dann haben wir doch hier direkt vor der Nase Gras. Das ist doch wirklich gut. Also von hier nach hier oben. Hier buddeln wir uns dann einfach so ein paar Stufen mit Erde rein und dann müsste das aber funzen. Also funktionieren. Da müssen wir auch noch den Rand so ein bisschen anders machen, damit man da nicht runterfällt. Jetzt wird aber erstmal geschlafen. Ja. War schließlich schon genug gemacht heute. Drei Felder abgeerntet und neu besät. Ja, wichtige Sachen lasse ich jetzt mal hier. Nehmen wir mit, dann nehmen wir die ganze Erde brauchen wir jetzt. Plong, plong. Ich glaube das nicht. Es ist hier schon wieder kein Monster in weit und breit. Haben die jetzt schon mit der Angst zu tun bekommen oder was ist los? Ey, nix. Hier müsst ihr wenigstens mal am Hintergrund irgendwo noch irgendwie eine Spinne rumrennen oder sowas. Oh, da fällt mir ein, wir müssen auch nochmal zum Spinnenspawner in die Höhle. Da war ich nämlich zwar nochmal kurz in der Vorbereitung hier, aber guck mal hier. Voll der Erdblock. Aber da habe ich dann die Taschen schon voll gehabt und konnte nichts mehr mitnehmen. Da müssen wir nochmal hin, da war jetzt nichts Großartiges drin. Da war irgendwie, was weiß ich, wieder zu essen, ein altes Brot oder so weit und hier halt so ein Krampf, ne? Pass auf, das machen wir jetzt. Ja, guck mal, das hat schon einmal funktioniert. Da wird jetzt hier Erde reingemacht. Ja. Oh, hallo. Jetzt hätte ich ihn fast wieder, weil ich da so hinrannte, irgendwie angeguckt. Und dann wäre es schon wieder vorbei gewesen mit mir, ne? Die sind nämlich sehr stark, die Endermen. Ich finde die eigentlich sehr, sehr schön, weil man da auch mit denen zusammen irgendwie immer in der Nähe sowas arbeiten kann. Das ist sehr schön, aber man kommt sich da nicht so alleine vor. Weil die NPCs, die wir ja hier haben, die rennen ja einfach immer weg, ne? Mach mal die Tür auf und dann latschen die raus, ne? Lololo. Nee, nicht so weit. Nicht so weit. Ah, so. Oh, ist denn hier? Höhle unter uns? Eigentlich will ich das gar nicht so genau wissen, weil da kletter ich dann nur wieder rein und ihr seht mich tagelang nicht wieder. Hier bricht immer irgendwie alles zusammen. Gleich krache ich hier runter. Aha. Aha, aha. Aber
gucken kann man ja mal, ne? Gucken kostet doch nichts, oder? Ach, ist auch nicht viel, guck mal. Komme ich da jetzt runter, noch einen tiefer buddeln. Nicht, dass ich jetzt runterstürze. Ah, gut gegangen. Oh, guck mal, wie schön. Ach, herrlich. Richtig so untergraben alles hier. Gut, spawnen kann hier jetzt nichts, es ist alles zu eng. Aber toll, wenn wir mal Sandstein brauchen, ne, wissen wir, wo wir hingehen können. Wobei ich jetzt, ja, auch gar nicht weiß, wie ich hier wieder rauskommen soll. Hehe, tralala. Zack. Ja, müssen wir sowieso alles wegbuddeln hier, so, jawohl. Und jetzt kommt hier nämlich auch schon direkt Erde rüber. Ich kann das ja mal da offen lassen, damit man das nicht vergisst, wo da der Eingang ist. Da könnte man vielleicht gleich noch eine Tür drüber bauen. Drüber mauern. So. Hey, juhu. Ja, so, dann machen wir hier noch ein bisschen. Ja, komm, jetzt machen wir das hier noch fertig. So müsste es gehen. Fackel dran, damit man da nicht reinfällt. Ja, Falltür ist natürlich nicht angesagt. Wenn das so treppenförmig darunter geht, stufenförmig. Baue ich mal jetzt hier so weiter. Ah, guck, das bricht immer zusammen. Das ist ja gemein. Ist der Enderman noch da? Bisschen Angst, dass der wieder vor meiner Nase auftaucht. Würde mich auch mal interessieren, ob die inzwischen jetzt hier so Geräusche machen, eigene. Sollen sie ja, und wenn ihr, ich sag es nochmal, wenn ihr das Video seht, kann es ja auch sein, dass sich diese Frage, die ich jetzt erstelle, schon längst erledigt hat. Das liegt daran, dass ich Sessions drehe und nicht jeden Tag eine Folge, weil das völlig schwachsinnig ist, so zu machen. Also in meinem Fall jedenfalls. Das würde ich sonst nicht geregelt bekommen. Aber das ist alles ein alter Hut und auch irgendwie völlig uninteressant. Interessanter ist einfach mal, ob das Gras jetzt hier schon langsam aus dem Quark kommt. Ich mache jetzt diese Fläche hier noch so fertig. Hoffe mal, dass die ja, Erde müssen wir da mal auch farmen gehen, ne? Wenn ich das alles begrünen will, brauche ich auch ganz viel Erde. In Bad Schönfels habe ich, glaube ich, noch tonnenweise Erde. Aber das nützt uns jetzt nichts. Dem Bad Schönfels ist extrem weit weg. Sehr weit entfernt. Jetzt wollen wir wieder zurückreisen. Bloß ein bisschen Erde zu holen. obwohl, ja, ich lache, ne? Aber mir ist alles so zu trauen, das wisst ihr. Und natürlich möchte ich diesen Rückweg auch erkunden. Eines Tages, eines schönen Tages. Ne? Okay, das ist jetzt aber hier schon mal ein richtig schön ambitioniertes Projekt. Hier können wir jetzt eigentlich nur mal wachsen lassen, wachsen lassen. Also ihr wisst, wie lange das dauern kann. Es funktioniert auf jeden Fall. Schade, dass es nicht das ganz grüne Gras ist. Ich weiß nicht, warum in der Wüste hat man da nicht das richtig grüne Gras. Es ist dann nur dieses komische Matschgras. Oder das Steppengras oder was, ne? Und, fände ich schöner. Also man kann sich das, glaube ich, cheaten am Server. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann man Gras auch cheaten in verschiedenen Versionen? Ja, ich glaube schon, ne? Naja. Hilft uns jetzt im Augenblick eh nicht weiter. Wir müssen damit leben. Wir sind hier im Survival-Mode. Ich hau jetzt noch die letzten 16 Erdblöcke hier rein. Man könnte das eigentlich auch noch hier hochspringen. Das wäre auch nicht schlecht. Lassen wir mal gucken. Und noch 6 Stück. So, dann schaue ich nämlich nochmal. Ups. Das wäre doch auch schön. Also ich schaue mir nochmal nach der Ernte. Da ist aber nichts zu sehen. Ist noch nichts fertig. Es wäre doch aber auch schön, wenn man da unten dieses, wenigstens das so ein Teil von dem Ufer, also eine gewisse Strecke vielleicht auch begrünen würde. Zwar, guck mal, das ist ja auch, da ist ja auch schon Erde immer. Da ist keine mehr dabei. Aber jetzt hier diesen unteren Rahmen immer mit Erde austauschen würde, da würde sich das hier so grün fortpflanzen. Hat da was gezischt? Hat da was gezischt?
Es hat nichts gezischt. Wie spät ist es eigentlich? Ich renne mal in den Wald noch eben und hole mir noch so ein paar Bäume. Ja, ein bisschen Holz brauche ich immer, 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 immer. Und dann überlege ich immer noch. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, wenn man jetzt hier einfach anfängt, das alles so mit Erde auszutauschen, wenigstens bis zum Dorf und noch die andere Strecke vielleicht zurück. Das ist dann so schön. Hier unten ist sowieso so schön, ne? Die Gegend, die habe ich mich ja total verliebt. Und da wollte ich, ach ja, richtig, da wollte ich ja auch sowieso noch ein bisschen Terraforming machen. Also die Flüsse mal verbinden. Da ist der Flusslauf so ein bisschen unterbrochen an manchen Stellen. Okay. Ja, ich denke, das ist auch eine schöne Sache. Warum nicht? Ich denke trotzdem, dass man vielleicht in der nächsten Folge mal vielleicht den Zaun noch mal ein bisschen anlegt, dass das schon mal ein bisschen in Form kommt. Wir müssen auch mal überlegen, wie wir den dann genau bauen. Ich wollte den mit vielleicht ja ein bisschen ja vielleicht so. Ach, das sage ich euch eigentlich bei der nächsten Folge. Ich schmeiß auch schon meine Axt weg dafür. Ja, Getreide wächst auch schön. Da hinten waren wir an einer Wiese dran. Da gucken wir, ist vielleicht kommen höchstens. Ach komm, nee. Ja, das dauert, das dauert, das dauert, das dauert. Das wird lange, lange dauern. Am besten, wir vergessen das alles und lassen das einfach mal gucken und wachsen. Und dann sind wir eines Tages mal voller Freude. Stehen wir dann da und sagen, hey, hurra, ne? Okay. Nächste Folge, dann geht's weiter. Bis dann. Macht's gut.